herzlich willkommen. Hier ist Doro von www.dorostempel.com. Und ja, die letzte Trauerkarte hat mir wirklich nicht gefallen. Mir persönlich. Ich weiß, die ein oder andere hat geschrieben, oh, ist schön. Aber irgendwie weiß ich nicht. Sie ist halt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also habe ich mir überlegt, eine neue zu basteln. Und ja, wir fangen wie üblich einfach mal an. Also ich werde wieder gut gesagt nutzen und ich werde diesmal Grund zum Lächeln und die dazugehörigen Framelights benutzen, also Blütenromantik. Und hier ist mir echt was passiert. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist. Meine Big Shot hat ein Blatt gefressen. Und zwar hier von diesen Blättern. Ich habe mir schon vorgearbeitet und irgendwie, glaube ich, fehlt mir jetzt ein Blatt. Wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Ich glaube, da gab es noch eine Größe dazwischen. Ich habe es irgendwie klirren gehört. Und ich meine, dann war das Blatt weg. Obwohl ich mir jetzt echt nicht mehr sicher bin, ob das richtig ist. Ob das die drei Größen nur waren. Und nicht mehr. Wir werden es gleich sehen, weil ich habe gleich... ich habe ja die Blätter schon ausgestanzt. So, ja, das wäre im Endeffekt das, was ich machen werde. Wir machen uns jetzt wieder eine ganz normale Grundkarte. Auch diese Karte ist Hochkant. Komischerweise bin ich irgendwie im Moment beim Hochkant gelandet. Wieder in Schiefergrau. Übrigens, ich habe eine Bastelfreundin, die mir jetzt Nachschub schickt in Schiefergrau. Weil ich ja berichtet habe, ich muss sozusagen meinen Vorrat an Trauerkarten wieder auffüllen. Habe aber kein Material mehr. Also so scherzhaft, so ein kleiner Hinweis, mach eine kleine Serie. Das mache ich ja jetzt gerade. Vor dem Hintergrund, ich finde mein Falzbein nicht. Okay, ich finde mein Falzbein nicht. Dann machen wir es erstmal unorthodox so. So, machen wir es so. Ah, man sollte auch richtig gucken, ne? Da ist es. Schon besser, ne? Also, wie üblich, 10,5 mal DIN A lang, gefalzt bei 14,85. Diesmal wieder ganz normal. So, die erste Mattung hat 10,1 mal 14,045. Wie üblich, ne? Ihr kennt mich ja. Ich mit meinen ungeraden Zahlen. Und ich habe diese Mattung schon vorbereitet, wie ihr seht. Das habe ich tatsächlich mal gemacht, um zu sehen, ob es wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Die hatte die Maße 9,7 mal 14,05 und ich habe den Rand mit diesem Framelight gestaltet aus Blütenromantik. Finde ich sehr schön und ihr ahnt, in welche Richtung ich gehen werde. So, das habe ich wie gesagt tatsächlich schon vorbereitet zum ersten Mal. Seit langer Zeit mache ich das, weil ich irgendwie so unsicher war, ob das wirklich funktioniert, was ich mir da überlegt habe. Und vor dem Hintergrund war ich jetzt diesmal vorsichtig, nachdem die letzte so live in die Hose gegangen ist, muss, finde ich, jetzt die nächste nicht wieder live in die Hose gehen, oder? Also, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe sie aber nicht gebastelt. So, ich nehme jetzt diesmal den Spruch als erstes und stempel ihn tatsächlich mal nicht in Memento schwarz, sondern ganz normal in Anthrazit. Ich glaube, diesmal wird nichts Schwarzes bei dieser Karte wirklich zu sehen sein, sondern mal eine rein Anthrazitfarbe, ne? Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das passt einfach jetzt besser. So, den Spruch mache ich hier unten in die Ecke. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen und ich hoffe, er ist auch gerade. Ist gut geworden. So, und dann wollte ich im Endeffekt dieses Blatt einmal stempeln. So, mal gucken. Und zwar auch in Anthrazitgrau. Und dann die anderen Blätter sozusagen drumherum drapieren. Ja, ich nehme jetzt mal den. Ich glaube, dieses Mal wird es ein richtig schnelles Video, weil ich so viel vorbereitet habe. Also, das ist eine Entschuldigung an all die langen Videos. So. Okay.
ich mit Stempeln eigentlich auch schon fertig. Und hier habe ich weiße Blätter, wie ihr seht. Und ich hatte nicht mehr im Kopf, dass die nicht ausgestanzt wären. Das heißt, ich habe diese komische Folie hinten drauf. So, und die wollte ich eigentlich hier drapieren. Mal gucken. So ein bisschen. Mal gucken, dass es nicht zu viel wird. Ach so, ich wollte ja jetzt mal mit den Framelights vergleichen, die ich habe, ne? Also so, dass es ein bisschen nach fallenden Blättern halt aussieht. Der Zweig gefällt mir nicht so richtig dafür. Den tun wir mal weg. Kommt das hier so hin? Hier so. Und hier so. So, wie viele verschiedene Größen sind das jetzt? Lasst mal gucken. Weil eins habe ich auf jeden Fall in dieser einen Größe, wo ich das Gefühl habe, die fehlt mir jetzt ausgestanzt. Das weiß ich. Achso, da. So, das haben wir hier. Das haben wir da. Das haben wir da. Seht ihr? Das fehlt mir. Das fehlt tatsächlich. Oh Gott. Ja, meine Big Shot hat ein Blatt gefressen. Wie komme ich da jetzt bloß wieder dran? Ich höre es nämlich auch nicht. Ich höre es wirklich nicht. Also es klimpert nirgendwo. Es ist irgendwie nicht gefühlt rausgefallen. Naja, gut. So. Das wäre jetzt diese Idee. Es sind mir zu viele Blätter. Das finde ich ganz schön. Hier unten. Vier. Ja, es sollten schon fünf sein, finde ich persönlich. Ich immer mit meinen ungeraden Zahlen, ne? Ansonsten dürfen es nur drei sein. Dann würde ich die beiden wegnehmen und nur die machen. Beziehungsweise das hier. Ja, das gefällt mir. So, lassen wir das. Die kommen für ein späteres Projekt in meine ausgestanzten Ausstanzteile. Wow, gerade mal 8 Minuten. Leute, ich bin hier richtig. Das wird aber eine Speed. Naja, gut, ich habe auch viel zu vorbereitet. Ich habe euch auch gar nicht, habe ich euch begrüßt? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt klebe ich das hier so hin. Werde gleich das Überstehende wegmachen. Das noch nach hier. Muss ich euch irgendwas noch erklären für diese Karte? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt echt irritiert, weil mir dieses Blatt fehlt. Aber eigentlich ist es wirklich nur tatsächlich mal ausgestanzt. Ausgestanzte Blätter. Ich liebe persönlich Blätter auf Trauerkarten. Das gebe ich zu. Ich klebe sie jetzt bewusst nicht mit Dimensionals drauf, weil irgendwie sollen sie ja nicht so ins Auge fallen.
Ihr wisst, was ich meine. So, und dann kleben wir uns jetzt erstmal die Mattung fest. So. Das ist die Frage, versuche hier die Ecken auch zu fixieren. Mit ein wenig Tombow zumindest oben und unten. Jetzt klebe ich mir das hier so drauf. Und ihr seht, dadurch, dass ich ja den Rand sozusagen weggestanzt habe teilweise und das jetzt auch nicht festkleben werde, mit Ausnahme halt der Ecken, die ich jetzt erstmal kurz festhalte, finde ich, ist der Effekt mit dem 3D sowieso schon da. Okay, hält. So sollte ich euch tatsächlich nicht begrüßt haben. Liegt das tatsächlich daran, dass ich echt geschockt bin, dass ich dieses Blatt verloren habe innerhalb meiner Big Shot. Also wie gesagt, ich habe es klimpern gehört und dann ist es runtergefallen von der Magnetplatte irgendwie, runtergerutscht und ja, weg war's. Es lag relativ weit aus Versehen, ich habe es nach vorne aus Versehen geschoben, das hatte ich nicht gesehen beim Kurbeln. Ja, und weg war's. Also, sollte einer das schon mal passiert sein, gebt mir einen Tipp, wie ich da wieder dran komme, ohne die Big Shot aufzumachen. Davor habe ich nämlich so ein bisschen Bammel. Wenn ich die einmal auf habe und die fällt mir in Anführungsstrichen auseinander, dann kriege ich die nie mehr zusammen. Also ich bin jetzt nicht handwerklich begabt. Ich habe auch keinen Ehemann, der handwerklich begabt ist. So. Das ist diese Trauerkarte, also sie dauert tatsächlich ein bisschen mehr, weil ihr auf jeden Fall die Big Shot bemühen müsst. Also müsst ihr schon ein paar Minuten mehr dazu rechnen als die Minuten, die ich jetzt gerade gebraucht habe. Also ich sag mal 20 Minuten ist es, mehr aber eigentlich auch nicht. Und wie gesagt, achtet ein bisschen darauf, dass hier das Framelit möglichst gerade liegt. Ich glaube, ich habe es auch wieder gerade aufgeklebt und dass ihr oben und unten einen leichten Rand noch habt. Das heißt, wo habe ich es liegen? Also das ist jetzt groß, das kann eigentlich nicht verschwunden sein. Ich habe es nur auf den Tisch geräumt, weil, ja, seht ihr, jetzt wird mein Video doch wieder länger, weil ich wieder anfange zu suchen. So, also ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass ihr das Gefühl habt, dass oben bei der Mattung halt oben und unten noch ein bisschen rauskommt. Das könnt ihr halt hier so ein bisschen dann sehen am Rand. Ne? Also darauf solltet ihr achten, damit ihr unten ein bisschen Klebefläche auf jeden Fall auch habt. Also das finde ich schon wichtig. Vor dem Hintergrund achtet da so ein bisschen drauf beim Drauflegen. Okay? Das ist der einzige Tipp, den ich euch noch geben muss, wenn ihr dieses Framelight benutzt. Da ist ein mache ich mit der Pinzette. Okay, ich bin fertig. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, Vormittag, Abend, keine Ahnung, wann ihr mich seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video auch wieder einschaltet. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich auch wieder eine Trauerkarte sein wird, weil ich ja den indirekten Hinweis bekommen habe, mach mal ein paar Trauerkarten. Vor dem Hintergrund, ja, wartet darauf, was mir noch einfällt. Das ist diese Variante, die ich mit eigentlich einem Stempelset gestaltet habe, das nicht so wirklich, sage ich mal, an Beerdigung erinnert, finde ich. Aber ich finde dieses Blatt ehrlich gesagt schön. Und es ist so ein schön fallendes Blatt und
ja, das ist etwas für mich, was zur Beerdigung gehört. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, eure Doro.